Die Ameise steht für Media Education Initiative in Software Engineering. Geht einfach darum, den Studierenden Praxiserfahrung zu vermitteln. Die Idee ist ja ganz einfache. Es ist quasi wie ein Flugsimulator, ja, in dem Piloten fliegen lernen. So lernen halt bei uns die Studenten am Simulator das Managen und Durchführen von Softwareprojekten. Also wir haben die Ameise im Wesentlichen bei uns an der Universität in zwei Lehrveranstaltungen. Eine Lehrveranstaltung ist während des Bachelorstudiums, also eben in genau der Lehrveranstaltung, die Projektmanagement und Change zu finden. Wir setzen sie dann noch einmal im Masterstudium ein in einer Lehrveranstaltung, die Systementwicklungsprozess heißt. Das betrifft einmal den Standort jetzt hier in Klagenfurt. Wir haben allerdings mehrere Universitäten, die mittlerweile Ameise einsetzen, beziehungsweise auch Fachhochschulen, unter anderem auch das Technikum Kärnten. Aber wenn ich jetzt sage andere Universitäten, andere wäre zum Beispiel die Universität in Košice in der Slowakei. Also die Idee entstand in Klagenfurt im Jahr 2001, 2002. Über einen Konferenzbesuch haben wir einen Professor von der Universität Stuttgart kennengelernt, der so ein Grundsystem, also ein System, auf dem im Grunde auch die Ameise dann basiert, präsentiert hat, vorgestellt hat. Ja. Die Idee war faszinierend, ja, war sehr, sehr toll. Wir sagen in Klagenfurt, wir wollen ja wirklich angewandte Informatik machen, also wir wollen ja praxisrelevante Dinge bringen und haben gemeint, das wollen wir haben. Ja. Der Nachteil von dem System in Stuttgart war zur damaligen Zeit aber, es war sehr, sehr ressourcenintensiv und da konnte man eben gerade eine Gruppe vor einen Rechner hinsetzen oder vor einen Server hinsetzen. Wir haben aber gesagt, nein, also wenn, dann wollen wir natürlich in großen Lehrveranstaltungen so einen Simulator verwenden und haben dann halt das Stuttgarter System hergenommen, erweitert, dort wo es nötig war, unsere eigenen Komponenten dazu entwickelt und mittlerweile läuft die Ameise so, dass man sie wirklich in Blended Learning Situationen einsetzen kann. Im Grunde könnte man die Ameise sogar komplett unbetreut, ja, in einer Lehrveranstaltung verwenden. Man braucht Vorwissen und Vorkenntnisse, also man braucht Grundkenntnisse in der Projektleitung, beziehungsweise ich habe schon gesagt, es geht um Software Engineering. Das heißt natürlich auch in dem Bereich sollte man gewisse Kenntnisse haben. Wir setzen die Ameise trotzdem sehr breit ein, was bedeutet, dass wir natürlich dann in den Lehrveranstaltungen die nötige Basis, das nötige Grundlagenwissen vermitteln. Die Ameise ist, also wir Informatiker sagen, ein kleines Serversystem. Das heißt, was Sie da jetzt da sehen, das sind eigentlich die Clients. Studierenden sitzen eben vor dieser Schnittstelle, Benutzerinterface, simulieren. Im Hintergrund läuft allerdings natürlich dann doch eine Rechnerfarm. Es sind mehrere Server, auf denen das läuft. Die Hardware-Voraussetzungen sind, ich würde mal sagen, mäßig hoch. Es ist nicht mehr ganz so schlimm, dadurch, dass Rechner immer schneller und besser werden. Aber nichtsdestotrotz, also sie brauchen schon stärkere Maschinen, damit so eine Simulation durchgeführt werden kann. Laufen tut das unter eigentlich zwei Betriebssystemen, das ist Windows bzw. Linux. Wir evaluieren natürlich jeden Einsatz der Ameise, also wir haben projektbegleitend da Fragebögen, die wir austeilen, wir führen Interviews durch. Die Erfahrungen sind sehr, sehr positiv. Ja. Am meisten genannt wird sicherlich, dass Studierende jetzt da erstmals wirklich das Gefühl haben, ein echtes Projekt in der Industrie durchgeführt zu haben. Also das kann man ganz, ganz klar sagen. Gibt auch aber Nachteile, natürlich. Es ist eine Simulation, insofern ist es eine Vereinfachung der Realität irgendwo. Also man abstrahiert irgendwo. In der Simulation, die Sie jetzt gerade sehen, ist das zum Beispiel so, dass die Studierenden als Projektleiter jetzt in einer Firma sind, wo die Mitarbeiter zum Beispiel nicht krank werden und auch nicht auf Urlaub gehen für die Dauer des Projektes. Das macht es ein bisschen einfacher. Ja, die Realität ist also noch komplexer. Auf das verzichten wir. Der Vorteil ist, wir sind einfach dann ein bisschen schneller mit dem Simulationslauf, können den Studenten dann ein bisschen schneller Feedback geben. Die Ameise war ein Projekt, das gefördert war aus dem NML-Topf, also Neue Medien in der Lehre. Das Projekt ist im Grunde schon ausgelaufen. Nichtsdestotrotz, einfach dadurch, dass die Ameise wirklich gut funktioniert, ja, auch an anderen Unis eingesetzt wird, läuft das Projekt einfach weiter. Ja. Gibt aber keine Finanzierung dafür. Also insofern, alles, was wir halt machen können, ist, wenn irgendetwas ganz grob im Argen liegt, das können wir selbst noch reparieren. Aber an eine Weiterentwicklung wird zwar immer gedacht, aber da fehlen momentan noch die Mittel. Was die Ameise definitiv an Mehrwert reinbringt in Lehrveranstaltungen, einfach weil sie diesen Touch hat, praxisrelevant zu sein. Ja, also hinter der Ameise stecken
viele empirische Daten. Die Datenbasis umfasst mehr als 1200 Softwareprojekte. Die Ergebnisse der Ameise sind mehrfach evaluiert worden. Das heißt, wir wissen im Grunde, dass im statistischen Mittel zumindest die Ergebnisse von so einer Simulation Ergebnissen der Realität einfach folgen. Ja? Und das spüren die Studierenden, das spüren wir natürlich als LV-Leiter auch, weil wir merken, Studenten sind durchaus begeistert dabei. Ja? Die kommen ins Schwitzen, wie im realen Leben natürlich auch. Ja? Allerdings gefahrlos, ja? Weil am Simulator ein Absturz macht nichts. Ja?